sehen, was ich gut und daheim. Hat noch den Untergrund, wo ich nicht allein bin. Wer bin ich herbringt, die Sonne jetzt da. Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, klatschen Sie für Sieg, Sie sehen wunderschön aus. Aber eines ist schön, auch die Damen und Herren zu Hause sehen wunderschön aus. Nur können wir sie nicht sehen, aber ich bin mir sicher, in euren Pyjamas oder Abendkleidern seid ihr hier genau richtig. Schön, dass Sie sich für Denk mit Kultur entschieden haben. Zwei hervorragende Gäste sind da. Eine Dame, die uns von der Welt was erzählen kann, weil die war wirklich schon da, dort und überall. Und ein Herr, der uns auch einiges erzählen kann, mehr so von den kleinen Grätzeln in Österreich. Ich persönlich freue mich total, dass ich mit beiden in Kürze sprechen werde und frage mich eigentlich, mir kommt es Déjà-vu-artig vor zum wiederholten Male. Auf was warten wir eigentlich noch? Auf die! Lass uns endlich loslegen, machen wir es uns mit einer Notche. Singen mit Gefühl, lachen mit Herz, red und trink und denk mit Kultur. Willkommen! Die kennen wir doch, Damen und Herren, oder? Ist es schon wieder soweit? Denk mit Kultur. ORF3. Kultur und Information. Heute haben wir die Information bei uns. Das ist was Wunderschönes. Eine Dame, die ist Journalistin und wie sagt man in Amerika? Anchorwoman. Nachrichtengesicht. Eine wunderbare Frau, die uns über ihre Welt erzählen kann. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Nadja Bernhard. Klatschen! Ganz blöd, mittlerweile sieht man ja auch bei der Zeit im Bild, was früher nicht so war, die Dame hat einen Unterleib. Ja, wenn sie da so hereinschwebt. Manchmal sieht man das in der Zippe auch. Eben, bei stehen immer am Anfang. Mittlerweile sieht man es. Ja. Da, ist das einer der Gründe, warum man bei den Nachrichten nicht mehr wie früher quasi wie angetackert auf diesem Sessel sitzt ja, und man und nur die Welt erklärt von oben herab. Ist das so, wir sind wie ihr und wir stehen auch mal rum? Genau, und wir müssen einfach herumstehen und manchmal von A nach B gehen und dann wieder zurückgehen, also aktiv sein. Eine gehende Rolle. Und den Newsroom bespiegeln. Ja, das ist gut so. Ein bisschen Infotainment natürlich auch. Aber das mit dem Gehen haben wir hiermit erledigt? Ja, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Das kann man von mir alles haben. Schade. Apropos eigentlich. Gehen, ja. Weil einmal zu Beginn der Sendung habe ich gedacht, ich stehe eben vor der Video-Wall. Also manchmal, wenn wir begrüßen, dann manchmal setzt man sich eben hin und manchmal geht man zur Video-Wall, wenn man irgendeine Grafik zu präsentieren hat. Ich habe mir eingebildet, ich habe eine Grafik zu präsentieren, nur es gab keine Grafik. Und während der Headlines habe ich schon 100 Finger gesehen, die so deuten, dass ich zum Sitz gehen habe. Was deuten die mir? Die Haare liegen die falsche Seite. Was sonst? Der Scheitel von links nach rechts. Und dann im letzten Moment habe ich realisiert, dass ich mich hinsetzen muss. Und man hat noch gesehen in der Totale, wie ich um die Kurve Rainer Hasel noch irgendwie so... Den Sessel und dann schwägt sie. Ja. Und das dann, war mir peinlich, aber meistens ist dann... Die Leute freuen sich, wenn sie merken, dass wir auch... Wenn Hopperlas passieren, das haben sie am allerliebsten. Und ich bin immer zu haben. Eigentlich. Hopperla, die Wahrscheinlichkeit auf Hopperlas steigt rasant,
wenn man den Alkoholpegel erhöht. Ja, steht deswegen nichts da für mich? Nein, deshalb würde ich vorschlagen, beginnen wir doch damit. Der liebe Josef wird uns Getränke servieren, wenn wir ihm sagen, gleich wohl. Was wir haben wollen. Was habt's? Bier. Bier. Bier, Wein. Als Südsteuerin müsst ihr eigentlich... Na, bleiben wir beim Bier, oder? Wir sind in Otterkring. Wir haben auch Wein da. Na, Bier bitte. Bitte, ja, bitte. Was? Irgendein Bier. Ja, okay. Lass mich überraschen. Ich hätte gerne ein Zwickel, bitte. Ein helles oder ein rotes? Ein rotes Zwickel. Sehr gern. Ja? Sie können dann kosten, wenn Sie wollen. Eine Bierverkostung. Ein bisschen teicheln quasi. Wir haben immer zur Begrüßung ein Ding hier am Tisch. Ja. Cheerios. Das den Gast entweder freuen soll oder ihn freuen soll, dass wir es gleich wieder wegkrammen. Na? In dem Fall, glaube ich, freut es. Ja, total. Das ist nett von euch. Ich habe gehört, Nadja Bernhardt, der Geschmack der Kindheit ist Cheerios. Cheerios. Mhm. Für alle, die nicht wissen, weil das steht ja auch Englisch da drauf. Warum Cheerios? Ne, weil ich in Kanada aufgewachsen bin. Geboren und aufgewachsen bis zum 8. Lebensjahr. Und das war halt mein Frühstück mit Skim Milk, also mit der fettarmen Milch. Und das... So. Und wenn man das, das schmeckt halt wirklich nach Heimat, also nach Kindheit und Heimat. Jetzt haben wir leider und es schmeckt auch wirklich gut. Mit Bier könnte mit Bier könnten wir es kosten. Apropos Bierverkostung. Typisch kanadische Spezialität. Ja, welches Bier schmeckt am besten zu Cheerios, könnten wir ausprobieren. Das machen wir nachher aber dann, ja, oder? Ich glaube auch. Ja. Off the Kamera something. Ja, genau. Du, Kanada, wir haben es schon gehört. Ja. Du bist aber nicht Kind kanadischer Eltern, sondern... Nein, das sind zwei Auswanderer, so typisch in den 60ern. Ja. Sind die ausgewandert? Danke, Josef. Danke. Ja. Parallel voneinander, also unabhängig voneinander. Also insofern waren es beide irgendwie so Freigeister und wollten die Welt erobern. Und haben sich in Kanada kennen und lieben gelernt. Genau. Und dann kam Nadja. Dann kam Nadja, ja. Ja. Mhm. Und Nadja, das habe ich total nett gefunden, Sie haben gesagt, der Papa, der hat nur Englisch gesprochen. Ja, der Papa war viele, die nach Kanada ausgewandert sind und es dort geschafft haben, realisiert haben, sich ein viel besseres Leben geschaffen haben, als es in Österreich zu der Zeit möglich gewesen wäre. Die haben total die kanadische Kultur aufgesaugt. Und der Papa war so einer. Also er hat nur mehr Englisch geredet, hat auch die österreichische Staatsbürgerschaft abgelegt, hat nur mehr Barbecue gemacht und war halt wirklich Kanadier. War kanadischer als alle Kanadier. Während die Mama wirklich gelitten hat und mich auch ins Dirndl gesteckt hat. Und in die Schule und alle... Ich hab so Heimweh. Ja, da gibt's wirklich Fotos, das ist echt ganz arm. Ja. Und trug Nadja Bernhardt das Dirndl gerne? Nein, das war mir irgendwie fremd. Also das Ding, ja, die anderen das kommen ja jetzt im Alter erst drauf, wie schön Tracht sein kann. Das ist eine Alterserscheinung. Aber die anderen Kinder haben halt anders ausgeschaut in der Schule. Ein bisschen cooler, ja. Also die hatten nicht so einen Fetzen da vorne, der irgendwie sinnlos herumhängt. Also die Empfindung war, der Fetzen ist komplett sinnlos. Ja. Aber vielleicht, damit man sich, wenn man sich anpatzt, nur den Fetzen wechseln muss und nicht das ganze Kleid. Prost, auch Sie zu Hause. Cheers. Prost. Ja. Cheers. Cheers. Ja. Aber... Die Mutter, ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, man merkt das nicht. Das macht ja auch ganz gar nichts. Ganz komisch, oder? Aber ich mache niemandem was. Ich bin ganz lieb. Ist mir gesagt worden. Ja. Und die Mutter hat aber brav Deutsch gesprochen. Die hat immer... Sonst, hat mich sonst gequält und ich habe aber immer auf Englisch geantwortet. Also, sonst hätten Sie ja Probleme gehabt, weil im Alter von 8 ging es dann wieder heim nach Österreich. Und da gibt es auch eine nette Schnurre. Die Mama begleitet mich zur Schule, mein erster Schultag. Und zwei Buben rennen vorbei und der eine, tiefe Südsteiermark, der eine rennt dem anderen hinterher und sagt und schreit: Seppi, Wort auf mir! Und meine Mutter hat sich gedacht, meine Tochter wird nie Deutsch lernen. Und es gibt manchmal ein paar Defizite, aber so mit dritter und vierter Fall ist, glaube ich, hat sie noch nicht so herumgesprochen in der Südsteiermark. Aber wurde aufgeholt offensichtlich. Bei vielen Freunden von mir nicht in der Südsteiermark aufgewachsen und nur immer gern dort. Sehr gern. Ja. Ja, wollte ich nie, also bin dann weg, also sofort mit 18 nach Wien und dann nach Rom und Washington, also wollte immer nur weg. Aber jetzt sind wir wieder bei der Alterserscheinung, das ist offenbar ein Thema. Nicht nur die Tracht gefällt mir mittlerweile, sondern wirklich das Land auch. Also ich bin gern in Wien und in der Südsteiermark. Und da gibt es dann normalerweise eben den südsteirischen Wein. Ja, den sehr guten. Ja, ja, und der wird mittlerweile dem Italienischen vorgezogen, oder? Ja.
Ja? Schmeckt auch wie, ja, wie ja. Heimat ein bisschen. Ja. Wann, ich bin ja wirklich dort, wo die Weinberge sind. Also links, ja. rechts, vorne, hinten sind, so schön ist. Sind Reben. Ja. Wann reifte der Entschluss, ich möchte was, ich sage es jetzt absichtlich platt, ich möchte was mit Journalismus machen? Ja, das war, ja, also ich habe immer nur, ich hab immer nur Glück gehabt. Also diese Entscheidung habe ich bis heute nicht getroffen. nein, ich habe immer, ich bin ja eben nach Rom gegangen mit, über Erasmus, um zu studieren. Und dann haben sie gerade zu dem Zeitpunkt das Büro in Rom eröffnet. Ich habe den Andreas Pfeiffer, den damaligen Chef, kontaktiert und gesagt, ich bin in Rom und ich würde mich interessieren und ich würde gerne hinter dem ein bisschen über die Schultern schauen. Und so bin ich irgendwie hängen geblieben. Ja. Dann hat es mich interessiert und ich meine, ich bin natürlich muss man muss ein interessierter Mensch sein, natürlich politisch schon interessiert und es hat mir irgendwie gefallen. Ja. Wobei, ich finde das ganz Spannende, dass man dazu sagen muss, Sie konnten ja kein Italienisch, wie Sie nach Italien gegangen sind. Nein, also nur ein Cappuccino bestellen und dann... Und ein Glas Wein. Das Wichtigste. Verdurste Vino die Bianco. Verdurste die una birra bionda, kann ich. Ciao. Aber es war quasi immer so diese Italien-Idee, dann in Italien. Italophil schon, ja. Ja. Und ich habe schon, ich meine, ich habe Publizistik studiert, also insofern ein bisschen der Gedanke war, der journalistische war natürlich schon irgendwo. Wann war denn jetzt in der Vita verordnet dieser kurze Auftritt bei ORF Steiermark? Der war da eben, tätig. Ja, da war ich in Rom und wollte, habe schon ein bisschen für FM4 Beiträge gemacht auf Englisch und habe halt dann ja, Blut geleckt. Also dann wollte ich schon, mir gedacht, das mache ich jetzt. Und da hat eben der Andreas Pfeiffer gemeint, naja, du kannst nicht, als Producerin war ich damals, das ist so ein Zwischending zwischen Sekretärin und Journalistin, du kannst jetzt nicht Korrespondentin werden, du musst irgendwie beweisen, dass du es kannst. Und deswegen habe ich dann dieses halbe Jahr im Studio Steiermark. Und was waren da für Beiträge, diese klassischen... Ja, Verkehr, Kreisverkehrseröffnung. Das meine ich aber jetzt nicht. Ja, ja. Despektierlich, weil das ist wichtig. Also über den, ich habe immer gesagt, über den Berlusconi ein Ö3-Shorty zu machen, über seine Bunga-Bunga-Partys. Einfach über den Kreisverkehr in Unterlupicen ist schwieriger. Den da muss man echt kreativ sein, zu bringen, ja. ist schon eine Aufgabe, die eine Meisterin sucht. Das ist eine Herausforderung, ja. Ja. Aber das stimmt, das ist gute Schule. Die Landesstudios sind gute Schulen. Aber in Italien war es dann schon so, wer schon mal italienisches Fernsehen genießen durfte. Ich hoffe, Sie haben das schon mal gesehen, damit Sie wissen, unfassbar, von was wir oder? Sprechen. Unfassbar. Wenn da, selbst wenn das Thema Formel 1 ist oder wenn, egal, schwerst politische Themen, egal was, es ist immer eine Dame anwesend. Mhm. Unter 30. Unter 30. Und 28. Operiert da schon, dass man sagt, Busch. Lippen, das Minimum. Lippen. Solche Bote im Gesicht. Und alle, haartechnisch habe ich mich heute versucht, sie anzunähern, sehen Sie. Und alle schon, dass man sagt, haben es derer nichts zum Anziehen geben. Wahnsinn, oder? Unglaublich, ja. Und die machen dann aber teilweise schwer journalistische Interviews, dass man sich denkt, die ist ja gescheit offensichtlich und warum muss die im Bikini? Und das ganz Extreme ist ja, dass die Männer dann immer Großväter sind. Das sind ja alte Männer und blutjunge Frauen. Ganz komisches Konzept, oder? Ja. Aber Sie haben schnell genug versucht, dort wieder loszukommen. Gott sei Dank gibt es in Österreich nicht. Nein, und noch nicht. Zumindest nicht so offensichtlich. Genau. Wobei, das sind zwei Damen hier am Tisch, das ist schon mal was sehr Angenehmes. Ja. Aber dann quasi weg von diesem Berlusconi-Zeitalter, weil das war ja genau zu der Zeit. Ja. Und dann kam, glaube ich, wie gerufen, diese Anfrage nach Washington. Genau, und dann kam der Barack Obama. Und das war natürlich schon... eine andere Welt, also das war dann Weltpolitik, die man in Washington erlebt hat und das war für mich wirklich spannend und das war wahrscheinlich die beste Zeit, als Journalist in Washington zu sein, wo diese Aufbruchstimmung war. Obwohl, jetzt ist es wahrscheinlich auch recht lustig. Definiere lustig. Unterhaltsam. Also mehr so Kreisverkehrseröffnungen ist... oder? Sagen wir mal interessant. Ja. Interessante Zeit, aber damals war es quasi so was Positives. Wahnsinn positiv und ich mein, wir erinnern uns alle, wir haben ja wirklich gedacht, da kommt ein Messias auf uns zu und das wird alles
alles ganz, ganz toll. Aber der Messias war dann auch ein Mensch. Die Bilanz ist natürlich ernüchternd, ja. Aber man hat es ihm auch sehr schwer gemacht. Und ich glaube, das klingt jetzt auch so abgeschmackt, aber die Geschichte wird schon beweisen, was er war, weil er war wirklich viel. Waren Sie mal im Weißen Haus? Ja. Persönlich? Ja, ich war sogar mal auf einem Ball mit dem Barack Obama. Und wie ist der so? Er war sehr weit weg. Von Definieren Sie weit. Sehr weit. Ich würde es mir gerne ein bisschen näher sind so amerikanische Dimensionen weit, ist da wirklich weit. Und das aber war bei man konnte ihn erkennen. Man konnte ihn erkennen. Er war damals noch jung, also hat er noch jung ausgeschaut. Er ist jetzt auch noch jung, aber schaut nicht mehr so aus. Ja, unglaublich. Ja. Also wenn ich das Foto, weil natürlich schaue ich mir manchmal das Foto an von uns beiden. Mhm. Ich groß vorn und hinten. Und so deutend tut dieser. Und da war halt wirklich noch, ja, das war der Beginn, das war 2009. Da war er noch. Und Washington war dann auch der Punkt, wo ich jetzt einmal kurz persönlich werde, wo Sie mir das erste Mal dann aufgefallen sind, wie diese tragische Geschichte in Haiti war, das große Erdbeben. Da sind Sie ja dann hingeflogen, direkt von Washington, davon zu berichten. Mhm. Und das war schon sehr interessant, weil plötzlich, ich habe die Korrespondenten meiner Kinder- und Jugendtage, waren dann auch immer so angeschraufte Menschen im Fernsehen, die so das Mikrofon gehalten haben. Und da war dann plötzlich eine junge Frau mit Helm, brav angehängt unterm Kinn. Und die wirklich hat man gemerkt, viel Emotion einfach darüber berichtet hat, was da passiert. Und man hat das Gefühl gehabt, da kriegt man wirklich was mit und nicht nur die Fakten. Das freut mich. Ja, das war, ich meine, das war natürlich kein Plan dahinter, weil für mich war das der erste Einsatz dieser Art. Aber für mich war es natürlich, es ist schwierig, wenn man über so eine Tragödie dann was Positives, eine positive Bilanz zieht. Aber für mich als Journalistin war es natürlich ein Turning Point. Also das war, da habe ich gemerkt, wie interessant Journalismus sein kann, wenn man vor Ort ist und wenn man keine Vorgabe bekommt von der Redaktion, sondern ich berichte, was ich sehe und höre. Das ist eigentlich ein total klassischer Zugang zum Journalismus. Und es war richtig, es war journalistisch toll, menschlich eine Herausforderung und ja, hat auch vieles, setzt dann auch vieles in Relation. So, ja. Nein, man kommt anders nach Hause. Man kommt anders nach Hause, ja. Also das kann ich, glaube ich, eher erzählen. Also wir sind dann in die Dominikanische Republik von Haiti, die ganze Gruppe, und waren dann plötzlich in einem Hotel, wo Russen waren. Und die haben so Turnübungen gemacht im Becken zu Rap-Musik. Und da musste ich weinen, weil ich mir gedacht habe, wir sind nur 5 Stunden gefahren und da sterben die Menschen. Und hier ist ganz eine andere Realität. Wie kann das sein? Das ist einfach so. Es ist so Schicksal alles. Es ist unfassbar. Ja. Also kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja, ich auch gerade. Aber als Journalistin ist das schon das, wo man lernt, wie man Inhalte präsentieren kann, wenn man es auch spürt, wie es ist. Ja. Oder? Es gibt auch viele, die sagen, dass Frauen das sehr gut sind. Frauen sind sehr gute Kriegs- und Krisenreporter. Erstens, weil die Menschen sich, glaube ich, Frauen mehr öffnen, weil wir tendenziell ein bisschen empathischer vielleicht sind. Vielleicht auch mehr Gefühle zulassen dürfen. Also da gibt es viele, habe ich oft gelesen, dass es, also von CNN zum Beispiel gibt es viele Frauen, die wirklich taffe Jobs machen. Oscar-Verleihung 1999. Yes. Sie haben übersetzt damals. Ja, das steht in Wikipedia. Also wir waren das stimmt nicht. Nein, wir waren eine größere Gruppe, ja. Also nicht ich habe synchronisiert, sondern wir waren halt mehrere, die versucht haben, zu übersetzen. Ja, ich finde das wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Ja, es ist eine Synchronübersetzung, ist unglaublich. Also ich weiß nicht, wie die das schaffen. Jetzt unlängst beim Trump, bei der Inauguration, war ja auch einer, der übersetzt hat. Unfassbar, wie kann man das? Das ist ja nicht einmal, das kann man ja nicht einmal multitasken. Nein, man muss nicht der redet und du sprichst. Das ist unglaublich. Ja. Aber es hat gut funktioniert, hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, dass man es vertiefen will. Okay. Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Och, ich hasse diese Fragen, da fällt mir nie was ein. Na, aber ein Film, der spontan jetzt einfällt. Alles von Jim Jarmusch. Sehr schön. Ist doch, war doch einfach, hat nicht weh da. Ja. La Dolce Vita. Ja, da werden wir gleich italienisch. Ja. Und italienisch ist mein super Stichwort, um Nadja Bernhardt zum Singen zu bringen. Ja, da werden wir natürlich... Ja?
Ich finde das wirklich, das meine ich ernst. Ja. Es gibt Musikantinnen, es gibt Schauspielerinnen, die hier gesessen sind, wo man das Gefühl hat, na ja, druck einer Mikro in die Hand, die werden dann schon irgendwas zusammendoktern. Da ist eine spezielle Aufgabe, denn das letzte Mal gesungen in der Schülerband. Ja, und das ist auch schon ein bisschen her. Ja. Ja? Also quasi, wir hören Nadja Bernhardt nach einer 5-jährigen Pause des Singens hier wieder auf der Bühne. Großen Applaus. Luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieni di musiche e di uomini tutti prosciutti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do. Via, via, vieni via di qui. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo è arte varia di uno innamorato di te. Chip-o, 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 Herren, unser nächster Gast ist auch ein weltgewandtes Bürschlein. Ein Mann, der seit Jahren die österreichische Bühnen- wie Fernsehlandschaft, ich möchte sagen, mitbestimmt. Er ist Autor, er ist Erfinder von Fernsehformaten, er ist im Internet nicht wegzudenken. Er ist ein ganz lieber Mensch und außerdem ist er Sänger von Kreisky und als Austrofred unterwegs. Heute ist er hier als Privatperson, das freut mich besonders. Einen großen Applaus für Franz Adrian Wenzel! Franz Adrian Wenzel! Dankeschön.
Bitte, wir haben natürlich auch für dich ein Getränk, ein Freigetränk. Ah ja, super. Ja, ja, gern. Ich hätte gern das, was du hast, dieses rote. Rote Zwickel. Josef, ja? Ist die Bestellung. Danke vielmals. Ich habe hinter den Kulissen schon 3 trunken davon. Dann freuen wir uns. Es lohnt, es ist gut. Wirklich. Ja. Wir haben immer einen Gegenstand hier, der möglicherweise kurzes Kopfschütteln vom anwesenden Gast zur Folge hat. Wir sehen hier, wie sagt man, einen Moustache. Mhm, ja? Warum könnten wir dir den Porto hergelegt haben? Es ist in England produziert. Ich habe Anglistik studiert. Das wird der Grund sein. Das wird, ja, Tom, das ist fast. Irgendwie, ja, genau. Ja, es ist in England. England, ja. Mhm. Du hast das Getränk, sehr gut. Ja, danke. Eigentlich war es tatsächlich eine Fangfragengeschichte. Nur habe ich gar nicht an dein Studium gedacht, sondern dass du als Kind den Wunsch geäußert hast, in der Volksschule, in der zweiten Volksschule, so berichtet es das Internet. Ja, gut. Das darf es noch nicht geben. Ja, ja, okay. Das haben sie erst später dazugefügt. Ah, ja, klar, ja, klar. Ja. Und da wurde berichtet, dass du im zarten Alter erklärt hast, du würdest gerne den Beruf des Kriminalkommissars ergreifen. Ja, das stimmt, das war mir so eine Phase. Pfarrer war aber eine Möglichkeit. Vorher war das Zweite. Und beim Kriminalkommissar hat dann aber die Lehrerin dich darauf hingewiesen, also quasi den armen kleinen Buben auf den Boden der Realität zurückgeholt. Und sie hat da quasi erklärt, dass man dazu schon zur Polizei muss. Das stimmt, das hat sie tatsächlich sehr ausführlich da erklärt, dass sowas jetzt da die große Bühne da findet, das ist erstaunlich. Der Lehrerin kriegt Platz. Wirklich, dass man dort Lehr machen muss, man muss sich bewerben und was man da für Ausbildung machen muss. Und dann ist man immer ein richtiger Polizist und Innendienst. Und so. Und dann kann man erst cooler Kommissar werden. Das habe ich lassen. Ja. Wie man sieht, hat dich dieser Vortrag eher abgeschreckt, ja, diesen doch, Beruf ja. zu ergreifen. Ja. Hast dann schnell eine andere Idee gegeben, Pfarrer, wie gesagt. Und dann aber relativ schnell beschlossen, du willst irgendwas mit Wörtern machen. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Ja. Das hat mich schon immer interessiert. Also ich habe schon früh natürlich ein bisschen so geschrieben, wie man halt so schreibt in frühen Eltern, und so einen Schlumpfenroman geschrieben. Mit 8 Jahren. Ja, die haben die Schlümpfe dann irgendwie so Abenteuer erlebt. Ich weiß, was haben die Schlümpfe gemacht? Keine Ahnung mehr. Also. Irgendwie, ich hab sicher neue Schlümpfe erfunden. Also, die es noch nicht gibt. Die es gar nicht gibt, den, ja sicher. Den Kriminalkommissar. Ein Kriminalschlumpf zum Beispiel, irgendein Doktorschlumpf, keine Ahnung. Aber. Und wie kamst du dann aber trotz deiner doch Freude über Wörter, dass du auf die HTL dann gegangen bist? Wurdest du da gezwungen, familiär? Nein. Weil der beste Freund auf die HTL gegangen ist? Nein, eher sowas, das war so ein Ursachenmix. Das eine war, dass ich gern geometrisches Zeichnen gemacht habe, das heißt so gerade Linien, die sich dann irgendwo was ergeben, das hab ich gut gefunden. Das war mir noch nicht klar, mit wie alt war, ist man da mit 13 oder 14, dass man sich dann auch für Technik interessieren sollte. Zeichnerisch. Ja, ja, das war halt irgendwie so hübsch. Und ich komme aus der Nähe von Steyr, aus einem kleinen Ort. Und in Steyr hat es keine HTL für Hochbautechnik gegeben. Das heißt, ich habe nach Linz gehen können ins Internat. Und das hat mich auch wahnsinnig glamourös vorgestellt. Großer Staat. Ich werde wahnsinnig. Ja, ja, und das hat sich auch gelohnt. Urban. Das war ja super. Also, das war gut. Also, das war schon. Das hast du abgeschlossen und hast dann gedacht, nein, mit dem mache ich nichts mehr. Ja. Eigentlich. Also, ich wäre wirklich kein guter Hochbautechniker. Es wäre sich schon ausgegangen. Es sitzen sicher ähnliche Typen irgendwo. Also, würde mir jetzt nicht machen. Ganz sicher. Aber es ist natürlich schon besser, wenn man dann was findet, was seine Talente eher entspricht. Nicht? Und deshalb hast du dann gleich... Das habe ich lange nicht gefunden. Zivildienst war einmal... Zivildienst gemacht und verlängerter Zivildienst. Also in der Einrichtung für Schwerstbehinderte habe ich einige Jahre gearbeitet. Dann bin ich draufgekommen, dass man mit der Arbeitszeit, die ich jetzt schon geleistet habe, selbst heute ein Stipendium kriegt. Das ist ja eine große Errungenschaft, die wir in Österreich haben. Das heißt, man kriegt dann ganz saliert, kann studieren gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Genau. Und wie kam es dann zur englischen Sprache?
Sprache, weil die ist bis jetzt, also warum dann? Das war mein schwächstes Fach vorher. Und dann haben wir gedacht, da gibt es Nachholbedarf. Ah! Tatsächlich. Das heißt, wie das österreichische Schulsystem, hast du auch eher auf die Schwächen konzentriert? Eigentlich schon, ja, tatsächlich. Und das war, also ich habe wirklich, ich hab keinen fließenden Text noch, also noch Hauptschule und HTL, habe ich keinen fließenden Text in Englisch lesen können. Dann haben wir gedacht, das lerne ich mir jetzt aber selbst. Und war damals ein großer Fan von John Irving. Habe mir das neue John Irving Buch mit naturgemäß 700 Seiten habe mir dann gekauft und mit Wörterbuch gelesen. Und so habe ich dann irgendwie da halt Lust dran empfunden. Irgendwas mit Literatur wollte ich machen. Und genau. Das magst du jetzt auch? Das mache ich jetzt irgendwie. Irgendwas genau. Mit Literatur? Genau, ja. Die Freude über geometrische Formen hast du dir beibehalten, weil du einmal gesagt hast, du liebst es zu Hause, wenn es ordentlich ist. Oh ja, ja. Oh, es muss alles im rechten Winkel sein. Also, ja, siehst du, das ist echt das Problem, dass das ja. So wäre es eigentlich. Bei einem runden Tisch eine Sisyphusarbeit. Ja, aber trotzdem, das ist schon besser. Wenn wir dir frisurmäßig irgendwie entgegenkommen können. Nein, das können, ist super. Frisur geometrisch, ist wir helfen dir. Frisuren arbeiten noch in einem anderen System. Aber kann man System, dich auch buchen, so viel zu Hause? Nein. Ja. Bei mir ist es. Wenn jetzt nicht für die Staubvertilgung, da habe ich jetzt nicht so das Talent, aber so wirklich so Sachen gerade hinrichten, in 90-Grad-Winkeln. Die Krux ist ja tatsächlich, du sagst, du bist ordentlich, aber nicht sauber. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber wirklich ein Unterschied. Das ist mir zu intim da. Ich bin sauber, aber total unordentlich. Schau, ja. Ich auch. Das habe ich auch. Sauber. Es schaut ganz arg aus, aber es ist nicht. Nein, so. Nein, bei mir ist es genau umgekehrt. Wir würden alle drei gut zusammen. Ja, super, das wäre perfekt. Also wirklich, dann ich gehe dann mal, wenn es ausschaut, dann gehe ich mal durch, mache alles in rechte Winkel und Staubsaugen verschiebe dann. Das ist nicht so wichtig. Das ist mehr fürs Auge dann. Ja. So. Eine Stitt. Ja. Aber du bist gerne zu Hause, oder? Bist du jemand, der gerne sich in seinen eigenen vier Wänden aufhält? Oder? Ja, doch. Überhaupt in vier Wänden. Nein, das muss jetzt nicht so, aber jetzt bin ich jetzt nicht so, wie sagt man da, ein Outdoor-Typ, aber ich sitze ja gerne im Zug. Das heißt, ich muss jetzt nicht bei mir daheim sein oder sowas. Aber das Liebste, das Beste empfinden habe ich tatsächlich, wenn ich in einem fahrenden Gefährt mit was zum Essen sitze. Das stimmt, also das ist. Meine Frau hat mich da fürchterlich ausgelacht, wie wir dann in Hamburg waren und Hafenrundfahrt gemacht haben. Und ich habe dann, Fish and Chips oder irgendwie sowas halt im Schiff gegessen und war unglaublich glücklich. Da fahren wir rum und schaut auf Kräne und auf Container und das ist super. Und ich sitze so gerne im Speisewagen. Ich sitze nirgends anders, ich sitze nur im Speisewagen im Zug. Da brauchst du gar kein Ticket zur Reservierung für irgendwas. Speisewagen ist immer leer. Also, oder nicht leer, aber halt zumindest spärlich besucht und da kann. Was ist da jetzt so das Gourmet-Angebot momentan? Was könntest du empfehlen für die Reise mit dem Speisewagen? Es kommt natürlich darauf an, wo du hinfährst. Du redest wahrscheinlich vom Henry-Angebot, der ÖBB. Der Speisewagen der ÖBB heißt Henry, ja, glaube ich. Henry? Da ist das Dessert, ist dieser Cheesecake ist ganz okay eigentlich. Also wir reden jetzt quasi so höchste. Aber für den Speisewagen wirklich gut. Dann. der Bockhändl-Salat geht immer. Und ansonsten, das changiert ja natürlich nicht. Das ist ja dann auch. Das was? Es verändert sich ja. Ach so? Ja, klar. Oh, changiert? Ja. Oh. Henry ist ganz anders. Changiert! Ja, das ist. Ja, man merkt, für den Henry kann ich nichts. Ja, du bist der Gourmet. Changiert. Weil es gibt einen schönen Kreisky-Satz. Es gibt viele schöne Kreisgesetze, wollte ich dir sie noch mitgeben. Von mir. Genau, deshalb sind sie sehr schön. Und verständlich, weil nicht auf Englisch, quasi für alle. Und da habe ich mir gedacht, wenn da was von dir drinnen steckt, dann ist es schnell beschrieben. Der gute Franz schreibt, der Mensch gehört nicht in die Wildnis. Das ist wieder die Natur. Der Mensch gehört in eine Wohnung. Auf eine Sofa-Garnitur. Gut, ja. Ist natürlich schon was drin, aber es ist ja natürlich auch, also man findet ja, wenn man so Musiktexte macht, aber wenn man erzählt ist, dann findet man immer Charaktere. Und das ist, und in diesen Charakteren baut man natürlich was ein von sich selbst und das ist halt schon eine Seite von mir. Aber es gibt ja andere Seiten.
Was, den Bergsteiger? Den Bergsteiger nicht, nein. Das, den lasse ich jetzt außen vor. Aber, bist aber du der so Mensch, Wald, der sich freut, also, wenn er im Wald steht und so. Steht. Ja, genau. Ich zum Beispiel, ja, langsam geht und so. Ja, klar, ein Männlein steht im Walde. Ja, und letztendlich bin ich ja doch ein ländlicher Typ. Das kriegt man dann doch nicht ganz raus. Und auch in der Stadt, in Wien, ein Grätzlmensch dann, der ist dann 200 Meter rund um die Wohnung so seine alltäglichen Besorgungen macht. Das finde ich schon irgendwie, das mag ich ganz gerne, wenn man das als Kind. Und schreiben tust du tatsächlich am liebsten, hast du auch gesagt, im Bett? Ja. Oder hat sich das geändert im Alter, weil wir heute schon so viel über Alterserscheinungen sprechen? Leider, ja. Das ist tatsächlich, ich habe jetzt zwei Kinder. Mhm. Und da hat sich vieles geändert und unter anderem auch die Möglichkeit, dass man im Bett arbeitet, weil es ist zeitmäßig nicht drinnen, sondern man muss dann irgendwie so diese wenigen Stunden, die dann verbleiben, irgendwo an einem stillen Örtchen, ich verrate schon, wo es ist, quasi nutzen, um dort arbeiten zu können. Das auf jeden Fall, so wie ich es früher gemacht habe, und das war tatsächlich so mein Modus operandi, dass ich da wirklich halt im Bett liege und dort arbeite und dann schlafe ich wieder ein bisschen und dann lese ich was und dann arbeite ich weiter. Das waren schon meine Tage. Und es war super. Also wie entscheidest du aber dann, wenn du einen Text schreibst, oder weißt du das vorher, das wird ein Teil eines Buches, das der Austrofred geschrieben hat, oder das wird ein Text für Kreisky, oder das ist jetzt nur ein Gesatzel, da weiß ich noch nicht, wo das hinkommt, oder ist das vorher schon total, jetzt meine nächsten 2 Stunden werde ich aufwenden, um... Nein, Ersteres. Also Ersteres. Genau so, dass man halt dann irgendwie, da fällt mir was ein und man hat dann vielleicht schon eine Idee oder so, das ist jetzt irgendwie so schmissig, das passt da rein und wenn man dann tatsächlich, wenn jetzt an einem Text sitzt und dann schaut man ja dann, also so dieses, so, wenn ich jetzt einen Text mache oder irgendwie so, dann ist ja immer so ein bisschen, dass man mal schaut, wie beim Kochen, was haben wir jetzt eigentlich so in der Speise? Nicht, dann schauen wir mal so, was haben wir denn da? Und dann haben wir doch das notiert, dann komme ich drauf, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht als Liedtext. Das passt für was Satirisches wesentlich besser. So reine Gefühlssache natürlich immer, wie alles, wenn man irgendwie Kunst macht, ja, für immer Gefühlssache ist und ein Versuch, dass dann etwas, das man sich so zusammendenkt hat, dann am Schluss irgendwas, das einer zumindest gefühlten Wahrheiten näher kommt, rauskommt. Und das wird jetzt irgendwie ja, so. Ich bin dir voll gefolgt. Ja, ja, ich bin an seinen Lippen gehangen. Ja, ja, ich hoffe, selbiges war auch bei Ihnen jetzt. Aber wenn du dann mit einem Text kommst, den du für dich als Kreisky-Text hast, musst du dann erst durch das starke Zensurinstrument der Bandkollegen. Oder bist du der Textchef bei Kreisky? Ich bin der Textchef. Das ist auf jeden Fall so und sie vertrauen mir auch sehr. Natürlich so gibt es immer wieder Feedback. Das Wort gefällt Ihnen jetzt nicht und das passt jetzt rhythmisch nicht und das ist grundsätzlich können Sie sich nicht so damit identifizieren. Dann denke ich mir, gut, dann mache ich es halt woanders und irgendwie so. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ticken wir relativ ähnlich und kommen da ganz gut auf. Ein Buch möchte ich kurz noch erwähnen, bevor wir dich natürlich stärkemäßig auch noch singen lassen. Ah, ja. Du hast Texte zu einem Buch geschrieben, das mir sehr gut gefällt, nämlich ihr habt ein Buch gemacht über Hotels. Und zwar jetzt nicht die Hotels, wo man sagt, das ist aber schön, da möchte ich unbedingt hinfahren. Das kaufe ich meiner Oma zu Weihnachten, das schöne Wellness-Hotel, sondern absichtlich so Hotels, die entweder ob des Namens oder ob der... Ob das Namen sein muss. Ja, Show, also Hotel Kummer und so, wurden Fotos gemacht und wie kommt man auf die Idee? Nein, es ist, habe ich gemeinsam mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau gemacht, das Buch. Also es war... Ich habe beide ausgeholt. Ja, ja, also... das war natürlich erstens mal eine Idee, die uns zu interessanten Urlauben verholfen hat. Das war schon mal das, also Grundausgangspunkt war, wo fahren wir dieses Jahr im Sommer hin. Ins Hotel Kummer! Ins Hotel Kummer zum Beispiel nicht. Oder weiter ins Hotel Angst nach Italien. Das gibt's ja. Da wollte ich gerade sagen, Italien ist da, wäre sehr zu empfehlen, aber das hast du offenbar schon. Das haben wir gehabt, ja, genau. Abgehakt. An der Riviera. Und auf jeden Fall gibt es viele Hotels, die halt nicht so diese glücksverheißenden Namen haben, sondern so traurige Namen. Und Hotel Trost und Hotel Fremd und so weiter. Und die haben wir einfach mal ausgesucht nach den Namen und haben dann so eine Rundreise gemacht. Und das war schon toll. Also ich Hotels sind ganz normal, aber wir hat sich natürlich quer durch irgendwie so. Das gibt es ja von
von also kleinen Pensionen zu irgendwelchen Spitzenhotels beim Kölner Dom. Und das war ein schönes Projekt. Und immer was zum Essen dabei gehabt. Immer was zum Essen dabei gehabt, ja, gut, klar. Bitte, die Damen und Herren, die hier sitzen, die haben einen riesen Vorteil gegenüber den Menschen, die uns vor den Fernsehgeräten verfolgen. Nämlich, die konnten im Vorfeld Fragen an euch richten, die unser lieber Josef... Ach so, ich muss noch was machen? Ja, du musst noch was machen. Oh Gott, dann hätte ich nicht das zweite Bier bestellt. Jetzt wird ja super! Damen und Herren, die Denkzettel kredenzt uns wie immer oh der Gott. Liebe Josef. Danke, Moschee. Na, sehr. Nein, ich habe schlecht recherchiert. Na, sehr was. Herr Wenzel, wann ist das nächste Kreisky-Konzert? Wann spielt ihr jetzt so 2017 an Haufen? Boah, wir spielen jetzt einmal bei einer Hochzeit. Das ist eigentlich das Ja, das ist im Freundeskreis. Und dann gibt es ein größeres Theaterprojekt im Theater im Rabenhof im Herbst. Da darf ich noch nicht mehr verraten. Aber dann das ist das nächste. Top Secret. Top Secret, ja. Was wollten Sie als Kind werden? Bei Ihrem wissen wir es. Ja, das jetzt immer wieder bei den Tieren, Tierärztin. Wirklich? Ja, das war immer. Schau. Wer ist Ihr größtes Vorbild, Frau Bernhard, fragt jemand? Meine Mutter. Oh, das ist sehr schön. Ja, wirklich. Ja. Oh, die wird sich jetzt sehr freuen. Lieber Herr Wenzel, führen Sie Ihre Austrofred-Outfits des Nachts aus? Da hat jemand, glaube ich, arge Fantasien. Ja. So jetzt nicht. Also, aber, ja. Kann vorkommen. Wie viele Stunden ist die Vorarbeit für eine ZIP? Die beginnt, die hört mir eigentlich nie auf, jetzt gerade. Also die, jetzt bei euch hat es gerade aufgehört. die fängt sehr früh an, in der Früh mit Radio, Zeitungen. Also für alles. Alle Menschen, die glauben, die Frau Nadja Bernhard kommt 5 Minuten vorher in die Maske und setzt dann um 19:30 Uhr. Ich hatte mal eine Panne und der ÖMTC-Mensch begrüßt mich mit den Worten: Ah, Frau Bernhard, Ihren Job hätte gern 17 Minuten jeden Tag. Ja. Danke. Anders, er hat gesagt, eine halbe Stunde und ich gesagt, na, 17 Minuten. Lieber Herr Austrofred, wo hätte der Franz da alles eigentlich? Aber wie lebt es sich mit der Schizophrenie? Ach, das ist ja ganz, es gibt ja immer, die Leute glauben, das ist so eine Diskrepanz zwischen Kreisky und Austrofred, dass das was völlig anderes ist, aber das stimmt ja überhaupt nicht, das ist ja, mein Gott, nein. Also, das eine ist, also ein Filmregisseur kann auch Komödie und Tragödie dran und das versuche ich auch so zu machen. Und genauso ist ja jede Tragödie natürlich ohne Humor zum Wegschmeißen oder lächerlich und Humor ohne Art von Drama. Gut, das führt jetzt echt zu weit. Für den lockeren Teil jetzt quasi. Für das nur weit. Wir können auch jetzt sehr tiefgründig werden. Ja, das ist ja auch gerade. Da tiefen geht es ja nicht mehr. Machen wir das wie bei der ZIP. Wir sind jetzt gegen Ende der Sendung. Ja, ja, da muss es lustig Gag werden. Es kommt also, ja, da kommt immer das Katzel von YouTube dann immer. Bin ja, genau, dass man es am Tisch legt oder so. Manchmal kommen so, in der Zeit im Bild 2 kommen am Schluss immer so lustige Sachen. Irgendjemand stolpert über was oder so Geschichten. Wie gehen Sie mit Ihren Emotionen bei schlechten Nachrichten um? Schaut es wieder Frau gefragt dann wieder wahrscheinlich. Ja, ich meine, es ist ja eh ein Thema, weil man darf natürlich nicht zu viele Emotionen zeigen. Es muss ja immer sachlich bleiben. Also dann den Mittelweg zu finden, ist manchmal wirklich schwierig. Ich meine, wie kündigst du an, dass gerade 700 Leute ertrunken sind im Mittelmeer? Und aber dann, es kippt dir dann schnell, wenn du Emotionen, weil natürlich bleibst du eine neutrale Nachrichtenperson und du darfst natürlich keine Emotionen zeigen, weil dann kippt es, weil dann wird es pathetisch und dann ist es auch nicht gut. Ne? Ja. Ja. Also, nicht so einfach. Wie war der Ritt auf Fuchur? Es gibt ein Video von dir, wo du auf so einen Fuchur, wir kennen es alle, da sind schön, war das schön? Ja, klar, doch. Anfangs habe ich mich gefürchtet natürlich, ja. Weil so sehr hoch oben, aber gut. Aber es ist ja ausgegangen. Kommt auf meine To-Do-List. Ja. Wegen der Tierliebe, da wäre ja Fuchur gerade richtig. Was ist das Letzte, das frage ich euch jetzt beide, weil es auch die letzte Frage ist. Was ist das Letzte, woran ihr vom Einschlafen denkt? Ob der Hund schon Pipi war. Damit er nicht weckt um 1.30 Uhr. Damit ihr ein bisschen schlafen kann. Ja. Ich lese üblicherweise ein Buch zum Einschlafen. Das ist jetzt viel das ist unfair. Nein, das ist nicht. Da geht es ja darum, dass ich nicht denken muss. Ich war ehrlich. Ich bin,
Ich bin ehrlich, weil sonst, wenn ich nichts lese, dann habe ich immer so blöde Gedanken. Nicht. Dann überlegt man sich, was man heute gemacht hat und was man morgen machen muss. Und dann lese ich und dann die letzte Seite muss ich eh wieder lesen. Aber da ist quasi, ich brauche immer so ein bisschen Fiktion zum Einschlafen. Und ist das dann leichte Kost oder ist das dann sowas, was dann... Quer durch, das ist, ja. Hauptsache ablenkend. Ja, genau. Nicht ablenkend, aber dass man halt einfach woanders drinnen ist, ne? Das finde ich sehr schön. Mhm. Gut, wir schneiden das raus, was ich gesagt habe. Ich freue mich schon auf die Süddeutsche, die ich bald in einer Stunde vor der Haustür finde. Hallo, willkommen hier. Oh! Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Wir haben erfahren, ein Mensch, der Englisch studiert hat und üblicherweise auf Deutsch singt, wird für uns jetzt singen und tatsächlich etwas Englischsprachiges. Ja, aber deswegen singe ich üblicherweise auf Deutsch, weil ich halt einfach wirklich einen scheußlichen Akzent habe. Dann freut es mich, dass du heute hier auf Englisch singst. Damen und Herren, einen großen Applaus für ihn, für Franz Adrian Wenzel. Dankeschön. We've gotta say goodbye for the summer, but darling, I'll promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you. For the summer, knowing the love we'll miss, so let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Sie wissen, was kommt. Für uns geht's hier Abend noch weiter. Für Sie zu Hause geht's auch noch weiter, aber ohne uns, Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können es verschmerzen, aber genauso wie in diesem gerade so schön gesungenen Lied besiegeln auch wir unsere Gemeinsamkeit hier bei Denk mit Kultur und mit Ihnen, wertes Publikum, mit einem Kuss. Und sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Denk mit Kultur. Danke, dass Sie zugegen waren. Danke fürs tolle Publikum und vor allen Dingen danke für diese wunderschöne romantische Stimmung, die uns hier beide Gäste wirklich versiegelt haben. Bis dann wieder.
der Herbst kommt. Dabei haben wir uns so gefreut, dass der Sommer endlich da ist. Damen und Herren, einen großen Applaus für die einzigartig wunderbare Nadja Bernhardt. Ein großer Dank, Franz Adrian Wenzel. Wie immer um unser Wohlergehen aufopfernd bemüht, unser lieber Josef. Wir küssen Harry, Philipp, Alex, Ludwig. Meine Band, Bang! Und ich persönlich bin hin und weg über diesen schönen Abend, den wir noch ein bisschen in Ruhe und Romantik ausklingen lassen werden. Bis zum nächsten Mal, da freue ich mich sehr. Danke vielmals. Mein Name ist Birgit Denk und wie immer sage ich auf Wiedersehen!